Der Begriff Podcast ist eine Mischung aus den Begriffen iPod und Broadcast und wurde so zum ersten Mal im Jahre 2005 genannt, hauptsächlich durch die Erfindung von Apples iPod und der Maschinerie von MTV über den damaligen MTV-Moderator Adam Curry. Ein Podcast oder Podcasts gibt es aber im Grunde schon länger, und zwar genau seit dem Jahre 2000. Sie wurden zuvor aber nicht Podcasts, sondern eben Audioblogging genannt. Von der Technologie her ist nun ein Podcast eine Mediendatei, die über RSS-Technologie, über das Internet automatisiert an Ihre Benutzer versandt wird. Das bedeutet nun im Grunde, wenn Sie als Benutzer auf einer Internetseite einen sogenannten RSS-Feed abonnieren, bekommen Sie, sobald auf dieser Seite eine neue Datei, ein neuer Inhalt hochgeladen wurde, diesen Inhalt, diese Datei automatisiert versandt. So kann man unter Podcasts also eine Serie von Mediendateien bezeichnen, die übers Internet automatisiert an Ihre Benutzer versandt wird. Sie haben dazu mittlerweile schon sehr vielfältige Plattformen, zum Beispiel die bekannteste ist natürlich Apples iTunes U, ist natürlich Apples iTunes Plattform, aber mittlerweile werden praktisch alle Mediendateien, die irgendwie übers Internet beziehbar sind, downloadbar oder automatisiert versandt, als Podcasts, Videocasts bezeichnet. Kleines Detail am Rande, das Wort Podcast war 2005 in England Wort des Jahres.